Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ja, im letzten Part haben wir unsere schöne Fee hierher gebracht und wir sehen hier Blutspuren und wir müssen sie jetzt eben verstecken. Also würde ich sagen, wir machen das hier jetzt auf. Nori, schau mal. Hier ist es spannend. Und sperren die hier ein. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nori Darinella Wanda. Aber Gero nennt mich Nori. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Mal hochgehen und schauen, ob da jetzt wirklich was Schlimmes passiert Oh. ist. Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie. Sie haben. Gwendling? Gwendling, bleib hier. Ist jetzt. Okay. Die Kreaturen. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Und wie gesagt, das Spiel wird immer düsterer mit der Zeit. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen Sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht, nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles, alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Gibt es eine Alternative? Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwendling? Da, ich kann sie hören, die schwarzen Schwingen. Oh. Nein, 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 nein! Ich würde Was mache sagen. ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Den muss. Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da ist die Hexe. Schau dir nicht in die Augen. Hexe, auf den Scheiterhaufen mit ihr. Lol. Oh nein, Nori. Was ist mit der passiert? Nori! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Joa, was ist Was passiert? hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert und es hat furchtbar gescheppert.
All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Okay, was machen wir jetzt? Die sitzt da oben und da sind die Fässer. Warum klettert sie nicht einfach auf die Fässer und geht da hoch? Naja, egal. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein. Hier Requiescat in Pace, genau. Also Ruhe in Frieden, Gwindling. So. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. So. Ja, also der Rabe, ich weiß nicht warum, aber der kommt mir ziemlich sympathisch rüber. Was passiert jetzt hier? Zu fest verkeilt. Kann ich den Pflock da irgendwie wegmachen? Hammer. Tatsache. Aber okay, die sind noch mit einem Seil befestigt. So, von hier aus, dann schaue ich mal rüber. So, kann ich das da irgendwie... Mit bloßen Händen werde ich es niemals lösen. Puh. Jo, dann müssen wir jetzt noch irgendwas suchen, mit dem wir das Ganze wieder heile machen können. Beziehungsweise nicht heile, sondern ja, durchschneiden. Ist hier irgendwo was? Kann man das da vielleicht als Messer verwenden? So. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber wir haben eine Tür. Warum auch immer. Und die Tür ist jetzt in meiner linken Hosentasche, weil die einen Quadratmeter groß ist. So, haben wir hier irgendwo ein Messer? Oh, hier. Immerhin okay. Ein Andenken an Gwindling. So, das heißt, wir müssen das jetzt hier oben durchschneiden. Und dann rollt das so rüber irgendwie. Also, so ganz habe ich es noch nicht. So, dann mal nach unten gehen. Ich hoffe mal, dass das Ganze gut geht und sie nicht irgendwie, ja, wegkommt. So, kann ich das Ganze jetzt mit dem zerbrochenen Messer durchschneiden? Wenn ich wenigstens ein heiles Messer hätte. Aber wieso? Wenn das zerbrochen ist, kann man noch trotzdem damit schneiden. Ja, dann... Ah, sie kann ja Sachen ganz machen. Deswegen hat sie ja auch die Töpfe wieder ganz gemacht. Ja, dann reparier das mal. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Okay. Dann, wo ist das Messer? Durchschneiden. Auf die Meute draufrollen. Nee, schade. Die sind dahinter irgendwie. Okay. Kann sie da jetzt schon irgendwie runter? Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Nee, kann sie nicht. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Und sehen hier nach. Ob wir die irgendwie von da holen können. Also gehen wir jetzt wieder rauf zum toten Gwindling.
Können wir da jetzt... Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Oh, ja, wir haben hier jetzt... Wo ist sie denn? Ah, hier. Eine Tür. Die können wir doch hier... Sie werfen mit Steinen. Die können wir doch hier hinlegen. Hier lang. Perfekt. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte, vertrau mir und komm endlich. Okay. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Winling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer okay. Junge. Er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte. Und fürs Mach nächste... Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Fürs nächste Mal merken... Ich hoffe, du hast recht, Kind. Steam beenden, also Offline-Modus bringen, weil Steam nervt hier schon mit den Einblendungen von den Namen. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Part.